Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Grüß Gott, liebe Glaubensgeschwister, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer draußen an den Geräten. Herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche in Selbitz am ersten Sonntag nach Ostern, Quasimodo Geniti. Wie die neugeborenen Kindlein heißt das auf Deutsch. Bei uns in Franken ist dieser Sonntag auch als Weiser Sonntag bekannt, an dem, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, vielerorts traditionellerweise Konfirmationen stattfinden. Mein Name ist Bastian Frank, Pfarrer aus Bad Steben. Ich bin heute Ihr Liturg. Predigen wird uns Prädikantin Marga Seidel und Franziska Polich wird Gebete übernehmen und kräftig mitsingen. Und so wollen wir miteinander Gott loben, ihn preisen. Und ich danke auch dem Technikteam vom CVM in Bobbengrün, dass Sie die Technik und Ihr Know-how und Ihre Zeit zur Verfügung stellen und die Übertragung möglich machen. An der Orgel begleitet uns Kantor Bauer. Ich wünsche Ihnen und mir eine gesegnete Stunde. Singen Sie mit, Herr, ich sehe deine Welt.
Wir sind zusammengekommen hier und zu Hause vor den Geräten, um miteinander das Wort Gottes und seine Auslegung in der Predigt zu hören und um ihn darauf Antwort zu geben in unseren Liedern und Gebeten. Im Licht Gottes erkennen wir, dass wir gesündigt haben, mit Worten, mit Werken und in Gedanken. Aus eigener Kraft und Vermögen können wir davon nicht frei werden. Deshalb sehen wir auf Christus und bitten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der barmherzige Gott hat sich über uns erbarmt. Jesus Christus ist den Weg der Liebe bis ans Kreuz für uns gegangen. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das gebe Gott uns allen. Amen. Wir beten mit den Worten des Psalm 116. Ich habe dich lieb, mein Gott, denn du hörst zu, wenn ich mit dir rede. Du neigst dich mir zu. Mein Leben lang soll es so bleiben. Zuweilen gerate ich in Panik und denke sogar an den Tod. Dann rede ich mit dir. Ich nenne dich beim Namen. Lieber Gott, ich bitte dich um Hilfe. Und du kommst, nimmst meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut. Ich höre auf zu weinen. Ich spüre wieder festen Grund, selbst wenn ich mich quäle oder nicht mehr weiter weiß. Ich glaube. Ich halte mich fest an dir. Ich lasse dich nicht los. Ich vertraue dir. Ich kann kaum etwas dafür geben. Höchstens mich selbst, wie aus einem Kelch. Trinke ich alles Gute aus deiner Hand, so erfülle ich mein Versprechen. Amen. Amen. Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb. Sieger im Todesstreit, König der Herrlichkeit. Der den Tod bezwingt und das Leben bringt. Ehre sei Gott, erhöht sei er und Dank für seine Gnade. Darum das nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast Jesus Christus auferweckt.
Mit ihm sind wir zu einem neuen Leben im Vertrauen auf deine Güte berufen. Hilf uns durch deinen Geist, ihn in Wort und Tat als unseren Herrn und Gott zu bezeugen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch seinen Namen. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht seine Hände, die Nägelmale sehe, und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr, mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wort des lebendigen Gottes. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Wir preisen den dreieinigen Gott mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir miteinander: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Du
bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Und hier bist du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er das Leben mit dir wagt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn retten und ihm das Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag führt uns ins Alte Testament. Wir machen eine Reise nach Babylon und besuchen dort das Volk Israel. Es lebt dort im Exil. Die israelitische Oberschicht musste ihre Heimat verlassen. Es war gängige Strategie der Assyrer, dass sie ihre besiegten Völker aus der gewohnten Umgebung entfernten, um so auf diese Art die politische und wirtschaftliche Macht zu brechen. Und je länger das Exil dauerte, umso größer wurde der Frust und die Verzweiflung bei den Verschleppten. Hat Gott uns etwa vergessen? So lange dauert es schon und es gibt keine Veränderung. Keine Rettung ist in Sicht, keine Erlösung. Die größte Gefahr für die Israeliten bestand nicht in der Verfolgung. Sie konnten in Babylon weitestgehend frei leben. Aber sie standen in der Gefahr, dass ihr Glaube immer mehr verwässerte. Zuversicht und Hoffnung schwanden dahin und so mancher passte sich dem Leben der Babylonier so an, dass Gott keine Rolle mehr spielte. Man erwartete irgendwann nichts mehr von Gott. Natürlich waren sie weiterhin Juden und bezeichneten sich als gläubig, aber der Glaube verlor zunehmend an Priorität. Er spielte im alltäglichen Leben kaum noch eine Rolle. Wir leben derzeit ja auch in einer Art Exil. Corona zwingt uns, von gewohnten Orten und Ritualen Abschied zu nehmen. Also nicht Abschied, aber Abstand. Und so mancher hat sich auch schon vor Corona ins geistliche Exil verabschiedet. Im Schutt des Alltags wird der Glaube zunehmend begraben. Und immer weniger spielt er bei Entscheidungen und beim Handeln eine Rolle. Vielleicht verlief das Leben anders als erträumt. Vielleicht haben Menschen, die sich Christen nennen, verletzt. Vielleicht hat man den Eindruck,
Das ist Gott doch eh nicht interessiert. Exil kann viele Gründe haben. Hören wir, was Jesaja dem Volk Israel und auch uns zu sagen hat. Ich lese aus dem Buch Jesaja im 40. Kapitel die Verse 26 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes an uns beten. Herr, segne Reden und Hören nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, Jesaja spricht ein kräftiges Trostwort in die Situation des Volkes hinein. Das 40. Kapitel beginnt mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Gott schickt also Jesaja los und sagt: Geh hin und tröste sie. Die Worte, die Gott durch Jesaja spricht, haben ihre Gültigkeit bis heute nicht verloren. Gott ist es wichtig, dass sein Volk getröstet wird. Und er spricht es mitten hinein in das Exil der Israeliten und auch mitten hinein in unsere Lebenslage. Das Erste, was Jesaja tun soll, er soll uns von uns ablenken. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Jesaja fordert uns auf und sagt: Schau dich um, schau dir die Schöpfung an. Eingangs haben wir gesungen: Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Und wenn der Mensch nicht herumfuscht, sehen wir ein in Perfektion aufeinander abgestimmtes Ökosystem. Wie wunderbar ist diese Erde doch geschaffen. Organismen, die einander ergänzen und zusammenhängen und eine Schönheit zeigen, die sich kein Designer ausdenken könnte. Und wir haben noch lange nicht alles entdeckt und erforscht. Wir können nur staunen. Jesaja sagt: Schau hin. Schau hin, was für einem großartigen Gott du angehörst. Der Herr, der ewige Gott, schafft aus dem Nichts heraus. Er braucht keinen Ausgangsstoff. Ein Töpfer braucht Ton, um daraus ein Gefäß herzustellen. Ein Schreiner braucht Holz, sonst kann er keinen Tisch bauen. Und selbst MacGyver, TV-Held der 80er, braucht mindestens einen Kugelschreiber. Gott genügt ein Wort. Denken wir an den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Gott sprach und es wurde. Ein Wort von ihm genügt und dieser Kosmos entsteht in all seiner Schönheit. Hebt eure Augen auf. Wenn wir das tun, sehen wir nicht nur die Schönheit der Schöpfung, sondern wir ändern unsere Perspektive. Wir drehen uns nicht mehr um uns selbst. Wir heben den Blick weg von uns und weg von unseren Ängsten und Sorgen. Weg von dem: Ich bin zu klein, zu schwach, ich kann das nicht, ich bin zu unbedeutend. Weg von uns hin zu etwas viel Größerem. Gott, der all das geschaffen hat, den Frankenwald, die Alpen, Ozeane und den Regenwald, ist auch groß genug für deine Sorgen und Ängste. Gott hat jedes Sandkorn gezählt. Er kennt auch jeden Stern mit Namen und kein einziger geht bei ihm verloren. Und er weiß auch ganz genau, wie es uns gerade geht. Er weiß es und er weiß, wie schwer es ist, dass wir gerade auf so viel verzichten müssen.
Er weiß um die finanzielle Not. Er weiß, wie schwer es ist, einsam zu sein. Und er weiß um das Leid der Kranken, der von häuslicher Gewalt Bedrohten, und er weiß um das Leid der Trauernden. Er weiß es und er redet unsere Sorgen auch nicht klein. Er sagt nicht, eure Wehwehchen sind Pillepalle, stellt euch mal nicht so an. Nein, er sagt, heb den Blick mal hoch, weg von dir und deinen Sorgen und schau dir an, zu welchem großartigen Gott du gehörst. Du gehörst zu einem Gott, der nicht müde und nicht matt wird. Unsere Kräfte sind begrenzt, aber Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Auch wenn man bei Vermögen sofort an Geld denkt, hat unvermögend sein nicht ausschließlich mit der finanziellen Lage zu tun. Unvermögend ist jemand, der nicht vermag, etwas zu tun. Vielleicht gebremst durch eine Depression. Vielleicht, weil ich mir schwer tue, mein Leben zu organisieren, weil ich immer wieder scheitere und erlebe, dass andere Menschen über mir das Urteil ungenügend sprechen. Nach 3 Wochen Homeschooling sind mir ganz neue Bereiche deutlich geworden, in denen ich unvermögend bin. Und ich bin sicher nicht die Einzige, die in den letzten Wochen immer mal wieder an ihre Leistungsgrenze gekommen ist. Kraft für die Müden und für die Kaputten. Kraft für die, die sich wie ausgelutscht fühlen, leer und ausgepowert. Und die Kraft, die er für uns bereithält, ist kein mit letzter Kraft ins Ziel schleppen und dann zusammenbrechen, sondern es ist eine Kraft, die mit dem Flug eines Adlers verglichen wird. Ich lese Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was für ein kraftvolles Bild. Haben Sie schon mal einen Adler im Flug erlebt? Ich habe mal so eine Greifvogelshow besucht. Und wenn diese riesigen Vögel über die Köpfe der Zuschauer hinweg gleiten, dann zuckt man schon zusammen. Das ist kein Flattern eines kleinen Vögelchens. Ein Adler hat eine Spannweite von um die 2 Meter. Wenn der seine Flügel bewegt und schlägt, dann bewegt sich was. Das ist geballte Kraft. Und wir bekommen Kraft. Kraft, die uns auffahren lässt wie Adler. Das verspricht uns Gott. Aber wem verspricht er das eigentlich? Was muss ich können oder tun, um diese Kraft zu bekommen? Muss ich besondere Fähigkeiten entwickeln? Gut singen und lange beten können? Ich soll harren, so haben wir es gelesen. Die auf den Herrn harren, heißt es. Es heißt nicht, die, die sich als besonders begabt erwiesen haben. Auch Herkunft, Vermögen spielen keine Rolle. Es heißt auch nicht, hilf dir erstmal selbst, bevor du auf die Kraft Gottes hoffen kannst. Herkunft, Talent und Können sind nicht entscheidend. Die auf den Herrn harren. Das Harren ist entscheidend. Aber was ist Harren eigentlich? Es ist Warten. Ausharren, das kennt man vielleicht noch aus dem Sprachgebrauch. Harren ist ein gespanntes Erwarten. So wie das Warten einer Braut, bevor sie vom Bräutigam abgeholt wird. Das Volk soll Gottes Handeln erwarten. Da kommt noch was. Dass es kommt, ist absolut sicher. Der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, aber es kommt. Und diese Gewissheit beflügelt. Diese Gewissheit hat über alle Generationen hinweg Menschen Kraft gegeben. Kraft, alles Leid und Schmerz zu ertragen. Der Easy Way of Life wird uns an keiner Stelle der Bibel versprochen. Du musst nur genug glauben, beten und vertrauen, dann passiert dir nichts Schlimmes im Leben, ist eine Lüge. Wir alle machen schmerzvolle Erfahrungen und werden müde und kraftlos darüber. Und dann hören wir Gottes Zuspruch. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Am 9. April vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer, Theologe und aktiv im Widerstand gegen Hitler, von den Nazis hingerichtet. Am Morgen seiner Hinrichtung soll er gesagt haben: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und damit beschreibt Bonhoeffer das, was der Wochenspruch beschreibt. Durch die Auferstehung Jesu Christi sind wir zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Quasi Modogenity, der Name des heutigen Sonntags. Die durchschnittlichen 70 bis 80 Jahre Lebensdauer hier sind nicht alles. Da kommt noch was. Es hat schon begonnen und wir harren auf die Vollendung. Jesus hat den Weg für uns freigemacht. Und bis er in seiner Herrlichkeit wiederkommt, harren wir. Wir erwarten gespannt und schöpfen aus einer nie versiegenden Kraftquelle. Eine Kraft, die uns nicht nur einfach so ein bisschen beim Tragen hilft. Nein, es ist eine Kraft zum Fliegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Du Auferstandener, Christus, unsichtbar in unserer Mitte, zu dir beten wir. Du bist das Leben. Du hast dem Tod die Macht genommen. Doch wir erleben, wie der Tod immer noch nach uns greift. Besonders jetzt, in der Zeit dieser Pandemie. Wir bitten dich um dein Leben für die, die hier bei uns gegen den Tod ankämpfen. Wir bitten dich um dein Leben für die, die dem Tod ausgeliefert werden. Um dein Leben für die, deren Kräfte versiegen. Nimm uns die Angst. Schenk uns Glauben.
Christus, du Auferstandener, du bist das Leben. Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. Doch wir erleben, wie weiter Unfriede herrscht. Wir bitten um deinen Frieden für die Menschen in Syrien, deinen Frieden für alle, die eingesperrt und bedrängt werden in den Flüchtlingslagern und Elendsvierteln dieser Welt. Deinen Frieden in unseren Häusern und Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Nimm uns die Angst, schenk uns Frieden. Christus, du Auferstandener, du bist das Leben. Du gibst den Müden Kraft. Du lässt uns aufatmen. Wir danken dir für den Atem, für die Menschen an unserer Seite, für den Glauben und dein Wort. Dir vertrauen wir diese Welt an. Dir vertrauen wir uns und unsere Anliegen in der Stille an. Du bist das Leben. Halleluja. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin in die Zeit dieser neuen Woche, die Gott, der Herr, euch und uns schenkt. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.